Bekommen wir in naher Zukunft ein Dino Crisis Remake? Meine Antwort darauf ist ja, es sieht wirklich ganz danach aus, was dafür spricht. Das erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß. Für diejenigen unter euch, die erst vor ein paar Jahren geschlüpft sind, die werden sich vielleicht denken, Dino Crisis habe ich schon mal gehört, habe es aber noch nie wirklich gespielt. Ich habe das Ganze mal live mit euch auf Twitch angefangen zu zocken und sobald der Umzug stattgefunden hat, werde ich das Spiel auch mit euch fertig zocken. Also ich habe es gerade selber zum allerersten Mal gespielt, das heißt, ich gehe komplett blind in diese Spiele rein. Kannst ja gerne mal bei mir auf Twitch vorbeigucken und mich in den Streams unterstützen. Auf jeden Fall bin ich sehr begeistert von den Spielen, gerade eben auch, weil die sehr auf die Technik von Resident Evil aufbauen und ich auch ein bekennender Resident Evil Fan bin. Resident Evil bekommt jetzt ja schon seit einiger Zeit wirklich sehr viel Content geliefert. Mit Resident Evil 6 hat man so die Reihe zum Absturz gebracht, da sind sich glaube ich die meisten einig und Capcom hat daraufhin zurückgerudert und eben gesagt, okay, wir gehen das Ganze jetzt nochmal mit Bedacht von vorne an. Daraufhin bekamen wir Resident Evil 7, was super erfolgreich war. Wir bekamen daraufhin ein Remake von Resident Evil 2, was super gut war. Wir bekamen ein Remake von Resident Evil 3, was ebenfalls sehr gut war und auch sehr erfolgreich war. Wir bekamen Resident Evil 8 und jetzt erst vor kurzem das nahezu perfekte Remake von Resident Evil 4. Alle eben auch unter dem Zeichen von Capcom, den Machern von Dino Crisis. Aufgrund des gewaltigen Erfolges der Resident Evil Spiele hat Capcom ebenfalls ein Remake zu Metal Gear Solid angekündigt. Spiele, mit denen ich nie wirklich was am Hut hatte, die aber auch eine riesige Fanbase hatten und ja, davon gibt es noch nicht wirklich viele Details, es wurde eben einfach nur ein ärges Interesse an diesen Spielen angekündigt. Ebenfalls wird es bald, neben diesen Capcom-Projekten, auch ein Remake von Silent Hill 2 geben, was, wie ich mir vorstellen kann, ebenfalls unfassbar gut ankommen wird. Was setzt das jetzt für ein Zeichen? Ja, Remakes von alten Spielen sind scheinbar extrem erfolgreich und extrem gut. Ich bin nicht immer ein riesen Remake-Fan, ich finde aber tatsächlich, dass es bei alten Spielen irgendwo Sinn macht, das Ganze nochmal neu und schön aufzulegen. Sollte Silent Hill also ebenfalls einen gewaltigen Erfolg haben, werden sich weitere Studios diesen Remake-Wahn annehmen. Jetzt kommt hier Jurassic World Dominion ins Spiel und ja, ihr wisst ja, ich bin nicht so der größte Fan von Jurassic World Dominion. Was der Film aber auf jeden Fall geschafft hat, ist global zu zeigen, Dinosaurier sind immer noch in. Man kann von dem Film halten, was man will, auf jeden Fall war Jurassic World Dominion unfassbar erfolgreich gewesen und der Grund dafür ist bei den meisten Leuten klar, Dinosaurier sind einfach geil. Das Ganze hat jetzt hier 65 versucht auch so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen, aber ganz ehrlich, was war das denn? Das waren auch keine Dinosaurier, das war echt Bullshit gewesen. Aber der Dinosaurierzug kommt jetzt gerade erst noch ins Rollen. Nicht umsonst haben wir auch ein Jurassic-Franchise angekündigt bekommen, quasi ein neues. Denn Colin Trevorrow selber meinte, dass Jurassic World Dominion nur der Türöffner für ein weiteres Jurassic-Franchise sein sollte. Dazu habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt. Sollte dieser Hype also wieder ins Rollen kommen, können wir sicher sein, dass auch ein Studio wie Capcom das nicht an sich vorbeigehen lässt. Capcom wird demnach akzeptieren müssen, Dinosaurier sind immer noch verdammt in und die Leute mögen unsere Remakes und Resident Evil. Und naja, Resident Evil und Dino Crisis sind nicht so unterschiedliche Spiele. Das eine hat eben nur Zombies und das andere einfach Dinos. Noch dazu können auch wir dem Ganzen ein Zeichen setzen. Im PlayStation Plus Premium Account, ich meine das Ding heißt so, ich habe es noch nie benutzt, ich habe nur mitbekommen, dass dort schon sehr bald alle drei Dino Crisis Spiele zur Verfügung stehen sollten. Capcom wird darauf ein Auge werfen und wird sich genau anschauen, wer oder wie viele Leute diese Spiele spielen. Aus diesem Grund hier mein Appell auch an euch, wenn ihr euch ein Dino Crisis Remake wünscht, dann macht genau das. Wenn ihr ein Sony PlayStation Plus Premium Account habt oder euch einen machen möchtet, dann ladet euch diese Spiele runter, die sind demnach dann eben kostenlos, bis auf das Abo, was ihr dafür zahlen müsst, und spielt die Spiele. Außerdem werde auch ich versuchen, da irgendwie so ein bisschen mitzuwirken. Ich weiß, im gesamten YouTube-Kosmos ist mein Kanal noch unfassbar klein, aber ich denke auch, dass auch kleine Kanäle da ein bisschen mithelfen können. Ich werde in naher Zukunft immer wieder mal bestimmte Dino Crisis-Videos raushauen, wie zum Beispiel die Story von Dino Crisis, sobald ich sie durchgespielt habe, die Figuren von Dino Crisis, meine Ideen für ein Remake von Dino Crisis und diese Videos, wenn ihr auch für ein Remake steht, wenn ihr für ein Remake seid, teilt sie einfach so oft wie ihr könnt mit euren Freunden, mit wem auch immer auf Social Media, denn damit kann man dann wirklich auch Capcom mehr oder weniger zeigen, dass Dino Crisis ein Remake ist, was wir alle wollen. Und die Idee ist gar nicht mal so dumm, denn auch Resident Evil 2 kam erst zustande durch ein Zeichen, das gesetzt wurde, denn ein Fan hat damals Resident Evil 2
als Remake oder das Remake selbst programmiert. Sah natürlich nicht so fantastisch aus wie das Remake, was wir jetzt bekommen haben, aber die Fans damals sind ausgerastet. Das Spiel wurde sehr oft heruntergeladen, weil es eben nicht unter der Capcom-Lizenz gelaufen ist, und Capcom hat daraufhin sich dazu entschieden, diese Remake-Idee zu nehmen und die auch umzusetzen. Und naja, daraus ist eben ein riesiger Erfolg entstanden. Jetzt seid ihr gefragt, was meint ihr dazu? Macht es denn Sinn, auf dem Kanal auch mal versuchen, so eine Kampagne, so einen kleinen Aufschrei, so einen Aufruf anzufangen? Ich weiß, der Kanal ist klein, aber trotz allem finde ich, gerade was Dino Crisis angeht, und das passt einfach zu dem Kanal, können wir dann doch so ein bisschen auch selber in die Hand nehmen und einfach mal loslegen. Schritt Nummer eins, holt euch Dino Crisis für PlayStation Plus Premium, sofern ihr das Geld dafür ausgeben wollt für den Account oder es sogar schon habt, und spielt alle drei Teile. Gebt dem Ganzen vielleicht sogar noch Rezensionen, wenn das irgendwie funktioniert bei dem System, und unterstützt mich dabei, sofern ihr Interesse daran habt und sofern es euch eben möglich ist, diese Botschaft nach draußen zu tragen, indem ihr einfach meine Videos teilt, die sich mit Dino Crisis befassen. Mal gucken, wie das Ganze bei euch ankommt, mal gucken, wie das Ganze generell ankommt, und ich hoffe mal, dass wir vielleicht schon in 1, 2 oder 3 Jahren eine Ankündigung bekommen, wo es ganz groß heißt, dass Remake von Dino Crisis kommt. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.